Oder nicht mehr richtig. Vor allem die, wo in der Nähe vom Aldi wohnen. Das Problem nämlich ist, die, wo in der Nähe vom Aldi wohnen, die haben nämlich die Arschkarte, weil die sind gerade mal nur 500 Meter von der Eisenbahn entfernt. Oder 700 Meter. Da ist das schon ein bisschen doof. Hier entlang buddeln. Dom hat's Kupfer und. Ups. Perfekt. Und hops. So. Ansonsten, was könnte ich so erzählen? Am besten vielleicht was von der E3. Also ich muss sagen, E3 war echt cool. Sony hatte einige interessante Spiele. Und was mich verwundert hat, sogar zum Teil blutige Spiele, wo ich echt nur dachte, wow, und Steve auch schon geflasht war von dem Ergebnis. Was Sony sich da hat einfallen lassen. Ups. Ubisoft, ja, die haben mit Tom Clancy's Division haben die mehr oder weniger, wie soll man das nennen? Da wäre es vielleicht besser gewesen bei Ubisoft, hätten die Patriot. Angekündigt. Dann wäre das echt ein tolles Ding gewesen. Aber, naja. Wie sieht mein Hunger aus? Oh, geht im Package, okay. Oh, ich Idiot. Oh. Alter, da krabben nur die an der Spitze des Eisberges. Und schon fliegt der Himmel auf den Kopf. Wie die Gallier immer sagen in Asterix und Obelix. Und ansonsten, was hat mich bei der E3 für Spiele? Also, ich muss ehrlich gestehen, Assassin's Creed ist ja langsam aber sicher echt ausgelutscht. Aber Unity wird wahrscheinlich Co-op haben. Was an sich wiederum richtig geil wäre. Aber das ist für mich kein Assassin's Creed mehr. Weil Assassin's Creed ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, au. Hau ab. Ein Fass? Mit Bomben. Mit einer Bombe. Huch. Hey, ich hab da eine Waffe. Mr. Rockhander. Ist es etwa die Waffe, die. Muss ich gleich mal gucken. Lass mal mich heilen. Ja, das ist die Waffe. Die Waffe mit Streuung. Wie ich auch so schön sage. Feuer frei. Ups. Und ansonsten, was auch wiederum richtig geil ist, Battlefield ist mal ein ganz anderes Battlefield. Viele haben schon gemeint, das sei so Payday 3. Aber das ist an sich richtig geil. Also das würde eventuell sogar auch schon auf meiner Kaufliste stehen. Und Sims 4, ja, mal gucken.
Ich sag's mal so, sonderlich. Was toll gemacht ist, ist der Baumodus. Huch. Aber im Großen und Ganzen. Mal gucken. Hopp. Ist das Platinum oder ist das Silber? Flop. Silber. Vor allem muss ich gucken, wie ich wieder hochkomme. Vor allem, warum liegt da Stroh rum? Wer war denn hier? Na. So. Und wo geht's hier weiter? Wow. Das war knapp. Und was auch irgendwo, muss ich erwähnen, ein richtiger Flop war, war GTA 5. Für die PlayStation 4 kommt das jetzt raus und auch für PC und für Xbox. Also da für Xbox klar, aber ich meine für die Next-Gen-Konsolen, für die PS Vita, nee, für die PS4, Entschuldigung, und für PC. Und das hat irgendwie kein Schwein interessiert. Weil irgendwie jeder schon GTA 5 gespielt hat. Einzige Ausnahme ich. Und ich muss ehrlich gestehen, ne, reizt mich auch nicht. GTA ist für mich immer noch Vogelperspektive. So wie der 1er. Oder GTA London 1969. Oder GTA 2. Da hat halt, ja, und das war halt auch so ein leichter Flop. Boah, da gibt's einige Spiele. Wo richtig cool sein dürften. Oder cool werden, besser gesagt. Und ich muss aufpassen, ich nähere mich schon dem Planetenkern. Weil sich hier das Biom mal wieder verändert. Ich sollte echt hoch. So. Okay, das ist nur Silber gewesen. Das hier ist Eisenerz. Und ansonsten, ja, mal schauen, was da so sonst noch so auf uns zukommt. Naja, boah, ich merke gerade, wie schweigsam werde, hey. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass ich hundemüde bin und ich mich noch wieder zurück an die alte... Huch! Abkürzung. Zeitumstellung gewinnen muss. Hier schon? Das Gold würde ich gerne mitnehmen. So. Kommt das Eisenerz hier nehme ich auch mal mit. Na komm schon. Also ich habe keinen Bock, dass ich hier auf Speichern und Beenden machen muss. Oder dass ich sterbe. So, um so hoch am schnellsten hochzukommen. Weil ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn ich dem auch so langsam mal den Planeten wechsle.
von diesem Aridplaneten hier wegkomme. Will ich das mitnehmen? Ich muss gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Ups. Nein. Ups. Alter. Das Steuerung, ne? Und natürlich fliege ich genau dazwischen rein, hey. Mäh, mäh. Okay, du bist lieb. Aber sterben musst du trotzdem. Genauso wie ich. Scheiße. Und genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Naja, wenigstens bin ich jetzt auf dem Schiff. Volle Gesundheit und so. Naja. Weed Seed. Okay, dann schmelze ich mal soweit das Gold ein. Nette Ausbeute eigentlich. 35 Platinum, 125. Kann weg. Stone Pickaxe kann weg. Rotten Apple? This apple is clearly rotten. It's even got a worm written around in it. Do I dare? So, nehme ich. Und das Gold. Verwende ich für die Spitzhacke. Dann würde ich mal das Platinum mal einschmelzen. Kann ich mir was zum... Nö, kann ich nicht. Dingbau-Jahn-Spinner. Ich warte eigentlich immer noch vergebens hier bei Starbound auf ein Mod, dass ich das Raumschiff... auf ein Update, dass ich das Raumschiff weiter updaten kann. Wo halt, bevor ich das mache. Aha. Ich auf alle Fälle mal mit. So war es hier. Platinum Pickaxe. Halleluja. Und die nächste Stufe und die höchste Stufe ist dann Diamond. Da brauche ich dann aber 1600 Pixel und 8 Diamanten und ich habe nur einen einzigen. Vielleicht werde ich auch mal ins nächste Sonnensystem reisen. Stimmt, ich wollte eigentlich nach einem neuen Gehirn suchen. Oh Mann. So. Silbererz werde ich gleich mal mit einschmelzen. Dann schauen wir mal. Arid Snow, das ist mein Heimatplanet. Boah, Alpha-Sektor. Ja, ich glaube, es wird mal Zeit, dass ich in den Beta-Sektor reise.